Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, ich habe das hier schon mal aufgeschnitten, weil hier ist die Adresse drauf, die habe ich nicht abgefummelt gekriegt. Und ja, ich habe selber nur bei der Post reingeguckt. Alles andere habe ich selber auch noch nicht angeguckt, aber sieht so schon wirklich toll aus, die ganzen Boxen. Und dann packen wir das mal aus. Also hier habe ich bei, wie ihr wisst, bin ich ja bei Bastelspaß mit Biene. Da bin ich Gastdesignerin und ich bin auch vorher schon monatelang bei Biene in der Gruppe gewesen. Und da gibt es immer schöne Aktionen für die Mitglieder. Und da habe ich hier mitgemacht. Ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, weil das Handy hier oben ist. Ich filme heute Morgen schon die ganze Zeit. Ich habe gerade die ganzen Holz abgedreht. Und das war halt ein Tausch. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich komme leider nicht drauf. Bis Ende Oktober haben wir jetzt Zeit. Heute ist der 21. glaube ich, ne? Nee, der 20. ist heute. Und ja, es gab keine Vorgabe, was, ich glaube, es gab keine Vorgabe, was gebastelt werden soll. Wir sollten uns einfach überraschen. Und es kann sein, oder wir sollten nicht erwarten, dass das, was wir verschicken, dass wir das auch in dieser Menge oder wie auch immer zurückbekommen. Also wir Freude schenken. Ich glaube, Freude schenken heißt das. Wir wollten einfach der anderen Person Freude schenken. Ich bin ja jetzt im Urlaub gewesen letzte Woche. Ich kam noch gar nicht zum Basteln. Ich habe mit der Petra getauscht. Petras kam gestern an. Gestern stand es vor der Tür. Und ja, gestern war Montag, genau. Und ja, da habe ich sie gefragt, ob ich das abfilmen darf. Das darf ich. Und ja, dann bin ich jetzt völlig gespannt und gucke mal mit euch, was da Tolles drin ist. Also die Karte finde ich total süß. Ich weiß gar nicht, ich habe das gestern gelesen. Ich lese noch mal schnell. Natürlich, genau, mir die Sache wenigstens ein bisschen Freude bringen. Hallo, ein bisschen. Guck dir das mal bitte an, liebe Petra. Allein die Boxen sind schon toll. Ich weiß gar nicht, was da der Inhalt ist. Und die Karte ist auch voll süß. Also richtig schön. Dieser Sticker hier, der ist voll interessant. Ja, ist ein Sticker, glaube ich. Finde ich toll. Ja, einen Stempel hat sie nicht. Alles Liebe. Ja, finde ich total schön. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. So, dann nehmen wir mal die Serviette weg. Na, ganz ehrlich, ich ärgere mich so. Ich habe schon in diverser Post so viele Servietten bekommen und habe die immer weggeschmissen, weil ich mir dachte, Mann, was soll ich denn mit Servietten? Und heute ärgere ich mich so mega, dass ich die weggeschmissen habe, weil da waren wirklich richtig schöne Servietten bei, ne? Richtig tolle Servietten. Und ja, heute könnte ich sie gebrauchen, ne? Also, nichts wegschmeißen. Diese hier werde ich auf jeden Fall behalten, liebe Petra. Die finde ich auch total süß hier. Kleine Schmettis, kleine Herzen, kleine Blümchen, dann große Herzen. Also richtig schön bunt und frühlingshaft. Finde ich total toll jetzt bei dieses triste Wetter da draußen. Das muntert einen richtig schön auf. Also die wird jetzt aufgehoben. Ja, wo gucken wir als erstes rein? Also hier ist auch noch eine kleine Box. Ach, diese Steine hier sehen ja toll aus. Vielleicht magst du mir mal sagen, wo du die her hast. Die finde ich so schön. Guck mal, wie die funkeln und glitzern. Das fängt die Kamera gar nicht so ein. Hier unten auch. Also so schön. Mega. Happy Day. Auch diese Blume hier. Der Sticker. Richtig schön. For you. Oder? Drin purzelt schon was durch die Gegend. Ich mache auf. Oh.
Ja, cool. Ja, sowas habe ich auch schon mal gebastelt. Die sind total schön, diese Boxen. Na, da hat man hier verschiedene Fächer und hier kann man auch was reinkleben. Für den besonderen Wohlfühlmoment, ein besonderes Verwöhnprogramm muss her, das steigert die Laune und entspannt doch sehr. Enjoy this sweet moment. Da hat sie hier sogar noch Stempelabdrücke draufgeklebt. Zitrone oder eine Orange, was auch immer, und ein Teebeutel. Und was ist das denn für Tee? Hier ist eine Tasse drüber, kann ich gar nicht lesen. Entspannungstee, würde ich mal sagen. Dass das Entspannungstee ist, liest man das hier hinten noch? Nee. Brombeer, Melisse, Brombeerblätter, Rooibos, Fenchel, Pfefferminz, Anis und Hopfen. Riecht auf jeden Fall gut. Ach, hier sind auch noch, hier. Auszeit. Coupon kann bei Stress auch mehrmals verwendet werden. Ist ja süß. Nummer 4711. Mann kann nicht alleine von Schokolade leben, Frau schon. Ja, das ist auch gut. Ich denke mal, da war der Tee drin und hier war bestimmt die Jogurette drin. Das ist eine richtig schöne Idee. Das finde ich toll. Da ist. Ach oh Gott, was hast du denn hier alles reingepackt? Ja, Wahnsinn. Ja, krass. Wohlfühlmedizin für eine runde Erholung und Entspannung. Und dann hat sie hier. Ach, das ist ja süß. Ach, du bist ja lieb. Ich riech mal. Naja, richtig schön nach Kokos. Mit Bambusextrakt. Jetzt bei dem Wetter ist das ja echt schön, ne? Und dann, das können wir alle gebrauchen, Augen-Lippen-Maske. Ja. Ach Mensch, das ist ja süß von dir. Vielen lieben Dank. Also alleine hiermit hättest du mir schon eine Riesenfreude gemacht. Was ist noch drin? Hier ist noch eine Karte. Von Herzen, alles Liebe für dich. Auch wieder so süße Sticker drauf. Ja, voll süß. Und was hast du hier unten noch? Da ist noch was. Entspann dich. Lass das Steuer los. Trudel durch die Welt. Sie ist so schön. Ah ja, da sind einmal Streichhölzer drin. In Weiß habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne immer einen roten Kopf. Damit dir ein Licht aufgeht. Ach, ist auch cool. Oh, eine Kerze. Oh, guckt mal, sogar eine Rose. Ich schnupper mal. Nee, doch. So ganz zarter Rosenduft. Oh, ich muss an Kerzen immer schnuppern. Ganz zarter Rosenduft. Und dann hier. Ja, richtig schön. Ja, genau. Dann kann man hier die Kerze anmachen mit den Streichhölzern. Man kann den Tee trinken, die Schokolade genießen. Liegt in der Badewanne und hat dann noch um die Augen und Lippen diese Maske. Ja, das ist eine super schöne Idee. Also total toll. Mega. Ja, richtig. Also da hast du dir echt was einfallen lassen, muss ich sagen. Richtig schön. Entspannung pur steht da auch noch drauf. Also richtig toll. Ja, da freue ich mich. Also alleine das hier, muss ich schon sagen. Hätte schon genug Freude geschenkt, gespendet, wie auch immer. Sehr schön. Jetzt muss ich schon wieder niesen. Moment. So, da bin ich wieder. Schon wieder, sage ich, weil ich habe ja eben die Holz gedreht und da musste ich auch schon niesen. So. Ist halt Erkältungswetter. Dann haben wir hier noch, die finde ich auch so toll. Ich habe die auch nie gekriegt, ne? Ich hatte die mal in irgendeiner Tauschpost, glaube ich, drin. Auch voll schön, guck mal, wie die glitzern und funkeln. Und dann hier so filigrane Sticker. Klasse. So ein schönes gelbes Buch, auch so richtig schön, ja, von den Farben her auch, ne? Das ist nicht dieses Triste, sondern schon farbenfroh, dass du mit den Farben schon eine Freude schenkst. Magnet. Ah, hier ist ein Tag. Aha. Und überall, entschuldigt, meine Nase läuft jetzt. Überall diese filigranen Sticker.
richtig schön. Hier ist geprägt, hier ist auch geprägt, hier auch. Richtig toll, hier ist auch wieder ein Fach. Ach, das ist ja süß. Und dann hat man hier einen Block. Das sind Stickies. Ah, so große, das ist ja cool. Und dann hat man hier nochmal so kleine Blätter drin. Das ist klasse. Ich muss mal gerade Nase putzen. Moment. So. So, also klasse. Auch schön. Also ganz tolle Idee. Finde ich super toll. Ja, also pack das hier mal. Wie sieht man das? Nee, aber packe ich gleich nochmal alles ins Bild. Und dann haben wir hier noch eins. Das duftet so schön frisch. Jetzt ein Knopf, lauter Schmettis ausgestanzt. Oh, diese Blumenstanze ist ja auch toll. Guckt mal so in 3D, ne? Sie ist ja auch toll. Ja, und dann Schmettipapier. Die sind ja cool. Schade, der ist abgegangen hier. Das klebe ich dann wieder drauf. Aber guckt euch mal diese mini kleinen Klettverschlüsse an. Wo hast du die denn her? Die sind ja toll. Also so kleine habe ich noch nie gesehen. Ganz toll. Was haben wir hier? Ach, lauter Karten. Oh Gott, was hast du dir denn da für eine Mühe gemacht? Petra. Also die Boxen finde ich immer ganz toll. Na, die habe ich auch schon gebastelt. Die sind so schön und so vielseitig einsetzbar. Dann gucken wir uns doch hier jetzt mal die Karten an. Ich hasse Karten basteln. Freue mich dann immer, wenn ich welche von anderen bekomme, die gerne Karten basteln. Alles Gute, das ist in Weiß gestempelt. Und dann hier lauter Blumen und kleine und große Perlen drauf. Das sieht aus wie das Fancy-Papier. Nee, riecht man nicht mehr, aber das sieht echt aus wie das Fancy-Papier. Richtig schön. Ach Gott, heute ist dein Tag und guckt mal, das ist ja ein toller Sticker, ne? Happy, auch richtig schön. Bin ja kein Sticker-Fan, ne? Aber sowas finde ich dann doch schön. Und dann hat sie auch hier, das hat sie hier auch gemacht, so in, kann man das sehen, in 3D gearbeitet, hier auch. I hope your birthday is full of love, sunshine and laughter. Richtig schön. Ja, ich würde jetzt mal sagen, das fühlt sich auch an wie dieses Gelbe. Das ist so, wenn man darüber streicht, so samtig. Das ist fancy Papier, würde ich sagen. Oh, das ist ja auch schön. So ein 3D-Element. Happy birthday. Das ist hundertprozentig fancy Papier. Oh, ich liebe dieses fancy Papier. Und dann hast du hier mit Nuvos gearbeitet, ne? Da bin ich ja zu doof für. Also wie kriegt ihr das so hin? Ich bin da echt zu doof für. Die stehen hier und ja, ich habe keine Ahnung. Ich hatte auch mal, ja. Entschuldigt. So ein nachtleuchtendes Nuvo von Elfriede, wollte ich schon sagen. Nein, von Eva bekommen. Mega drüber gefreut. 2 Stück habe ich bei Biene gekauft. Ich komme nicht mehr zurecht. Und dann finde ich das immer so toll zu sehen, wie ihr so diese Drops hinkriegt. Ja, schön. Richtig schöne Karten auch hier. Ich bin ja so stanzfaul. Und hier in der Mitte, guck mal, das sieht ja auch toll aus. Auch wieder eine Geburtstagskarte. Und hier hat sie mit Strukturpaste gearbeitet. Also die Mühe, die du dir schon allein bei den Karten gemacht hast, ne? Wahnsinn. Oh, das sieht ja toll aus. Und hier wieder diese tollen Steine. Guckt mal, hier hat sie die ja so in weißlich und hier in blau. Alter, wo hast du die denn her? Die finde ich mega toll. Ja, die habe ich auch. Oh, guckt mal, wie das schillert und schimmert. Viele Grüße. Richtig schön. Ja, ganz tolle Karten. Also Petra, vielen, vielen, nee, das packe ich da nicht rein. Vielen, vielen lieben Dank für diese
mega tollen Sachen. Also du hast mir auf jeden Fall Freude damit geschenkt und ich gucke mir das gleich auch nochmal alles ganz in Ruhe ohne Kamera an. Da ist wahrscheinlich vieles, was ich jetzt gar nicht wahrgenommen habe. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Petra. Da freue ich mich tierisch drüber. Ja, dann mache ich jetzt noch Fotos für unsere Facebook-Gruppe von Bastelspaß mit Biene und zeige, was ich Tolles von der lieben Petra bekommen habe. Ja, liebe Petra, dir danke für die tollen Sachen und an euch danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Mensch, ich muss Petra mal fragen, ob sie einen YouTube-Kanal hat. Sollte das der Fall sein, dass sie YouTube oder Insta hat oder beides, dann verlinke ich euch das in der Infobox. Dann schaut einfach mal bei ihr vorbei und guckt, was sie noch so alles Tolles macht, weil das hier ist ja echt schon mega, ne? Okay, dann danke nochmal fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ciao, ciao!